Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Frank Bufflepp und ich bin Apotheker aus Leidenschaft. Wir sollten uns in dieser Jahreszeit mit Mückenstichen ein bisschen befassen und besonders mit der Vorbeugung von Mückenstichen, weil das ist natürlich viel wichtiger, als wenn man dann schon gestochen wurde. Was würde ich euch empfehlen? Warum sollte man sich überhaupt vorbeugen von Mückenstichen? Erster Punkt, diese juckenden, kratzenden Stiche sind nicht angenehm. Und zweiter Punkt, wir haben immer mehr tropische Moskitos bei uns. Zum Beispiel die asiatische Tigermücke ist immer mehr nach Europa auf dem Vormarsch und die überträgt Krankheiten wie Gelbfieber. Andere Mücken auch und deswegen ist sowas wie Zika-Virus und so etwas immer mehr im Vormarsch. Deswegen zwei Punkte, wir wollen einen Stich nicht, weil er juckt und zweitens, weil wir auch gesund bleiben wollen. Deswegen ist Vorbeugung so wichtig. Was empfehle ich? Ich empfehle zum einen die physikalische. Der physikalische Schutz ist der beste Schutz, den man machen kann. Was sollte man nehmen? So wie ich, helle, lange Kleidung. Das ist super. Und sie sollte nicht zu grell und neon sein. Ja, am besten vielleicht sogar imprägniert und ein bisschen dicker, dass die Stiche nicht durchgehen. Das ist der größte Schutz, die physikalische Schutz durch Kleidung. Was gibt es für zwei Dinge, die man nehmen kann, um Mücken auf den Leib zu kommen, ist einmal die Repellenzien, das ist das, was man auf die Haut drauf sprüht, und dann die Insektizide, die töten sozusagen die Mücken. Das ist das Alitrin, das Permethrin. Damit kann man im Endeffekt mit diesen Spraydosen die Mücken einfach vernichten. Wir gehen aber mehr auf die Repellenzien drauf ein und da habe ich euch die drei wichtigsten mal aufgeschrieben. Das ist einmal das DEET. Das sollte man in der Konzentration zwischen 20% und 30% anwenden. Warum so eine hohe Konzentration? Nicht, weil es stärker wird, sondern weil je höher die Konzentration, desto länger wirkt das. Und das ist der Goldstandard in den Tropen. Man sollte aber darauf achten, in Neuseeland oder in Schweden wirkt DEET nicht. Das heißt, für die Tropen super, für Schweden, Neuseeland bitte nicht. Dann ein zweites Produkt, das ich auch sehr gut empfehlen kann, ist das Icaridin. Das Icaridin ist deswegen so gut, weil es nicht so Hautunverträglichkeiten macht wie das DEET. Das Icaridin hat ungefähr die gleiche Wirkung, deswegen auch ein super Produkt. Dann, wer es lieber so ein bisschen pflanzlich mag oder natürlich mag, der sollte auch das PMD sozusagen nochmal hören. Das ist aus den Blättern des Zitronen-Eukalyptus gewonnen und deswegen ein natürliches Produkt, was man nutzen kann. Ja, in der Phase, wo es warm ist, müssen wir natürlich uns auch mit Sonnenschutzmitteln befassen und ganz wichtig ist, dass man die Sonnenschutzmittel erstmal einschmiert und dann 15 bis 30 Minuten wartet und erst dann die Insektenschütze, die Repellenzien drauf schmiert, weil ansonsten hat es keine Wirkung. Wenn man dann erstmal sich einsprüht und dann den Sonnenschutz, dann übertüncht man das Ganze. Wichtig, man sollte dann den UV-Schutz höher wählen, weil durch die Repellenzien im Endeffekt das Ganze vom Sonnenschutz nicht mehr so stark funktioniert. Deswegen dann höherer UV-Schutz. So, wenn ihr die Produkte DEET Icaridin für Kleinkinder verwenden wollt, dann geht das beim Icaridin erst, sage ich mal, wenn das Kind über 2 Jahre alt ist. Beim DEET ist sogar so, dass je nach Konzentration zwischen 3 und 8 Jahre das Ganze gewählt wird. Also, was würde man tun, wenn man ein Baby hat, ab 2 Monate? Da gibt es das Produkt IR3535, das hört sich toll an. Das ist das Ethylbutylacetylaminopropionat. Sagt ihr das mal, Ethylbutylacetylaminopropionat. Was ein Name, aber das ist ein Produkt, was schon ein Baby ab 2 Monate nehmen kann und auch für Schwangere geeignet ist. Das heißt, wirklich ein Geheimtipp. Ich habe das, als wir nach Thailand geflogen sind, wir hatten auch ein sehr, sehr kleines, süßes Mädchen dabei und es sollte nicht gestochen werden, wir hatten eine ziemliche Mückenplage und wir haben dieses Produkt verwendet, zwar wirklich gut, aber wir hatten auch noch einen Geheimtipp mit dabei. Das ist so ein Armband gewesen mit einem akustischen Signal. Das war wirklich richtig, richtig gut. Wenn ich mir die anderen Kinder verglichen habe, unseres war nicht gestochen durch die zwei Sachen, akustisches Armband und dieses Produkt. Also, das ist auf jeden Fall sehr, sehr wichtig. Wenn ihr noch im Endeffekt natürliche Produkte haben wollt, für draußen gibt es sogenannte Duftkerzen.
für innen drin. Wenn ihr Pflanzen habt, dann könnt ihr Thymian oder Minze oder sowas nehmen. Was man auch gut nehmen kann, ist so eine Wasserschale mit Eukalyptusöl oder Zitronenöl. Auch wirklich ganz klasse. Wenn ihr noch mehr Tipps haben wollt, dann sagt mir Bescheid. Ich freue mich auf euch. In der jetzigen Jahreszeit kommen so juckende Mückenstiche immer mehr vor und ich möchte dir einfach ein paar Tipps geben, wie du darauf reagierst. Als erstes haben wir die sogenannten Hausmittel. Hier empfehle ich, eine Zwiebel zu nehmen, schneide sie durch und lege sie auf den Stich. Das ist ideal, weil der Stich hört auf zu jucken, die Schwellung nimmt ab und ist auch ein bisschen antibakteriell. Früher und heute auch noch hat man sehr häufig gekühlt. Ja, Kühlung auf den Stich ist super, um die Schwellung runterzubekommen. Aber was ist schade dabei, wenn ich die Kühlung wegnehme, dann kommt dieses juckende Gefühl relativ schnell wieder. Deswegen und deshalb mein ultimativer Tipp für dich. Verwendet elektronische Hitze. Da gibt es schon viele Produkte, die zwischen 3 bis 6 Sekunden ungefähr zwischen 50 und 60 Grad auf den Stich das Ganze aufbringen und dadurch die Mückenstiche oder das Mückengift, das aus Proteinen besteht, denaturieren, inaktivieren. Und dadurch hast du den Vorteil, dass du nicht mehr dieses Juckende relativ schnell wegbekommst. Ja? Das heißt, mein ultimativer Tipp ist Hitze, das zwischen 50 und 60 Grad, wenn du dieses Produkt noch nicht hast. Dann kannst du auch einen Löffel nehmen. Tu den in heißes Wasser. Bitte pass auf, wenn du kochendes Wasser nimmst, das ist 100 Grad, das ist zu heiß, die Gefahr einer Verbrennung ist zu hoch. Aber wenn du da relativ clever bist, dann kannst du das gut einschätzen, wann es zwischen 50 und 60 Grad ist. Und das auf den Stich, 3 bis 6 Sekunden, wirklich richtig, richtig gut. Es gibt natürlich auch die normalen Medikamente, die man kennt in der Apotheke, Antihistaminika, die gibt es als Tropfen, Saft, Tabletten, Gele und natürlich auch als Salben. Das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Alternative. Und wenn es ganz, ganz stark entzündet ist, dann würde ich auch zum Hydrocortison greifen. Aber probiert mal die Tipps aus, die ich euch genannt habe und gebt mir ein Feedback. Schreibt es in die Kommentare. Ich freue mich auf euch. Euer Frank.